Warum fängst du nicht an, Kimberly? Ach was, du hast Lippenstift? Warte, das ist kein echter Lippenstift. Du kannst den essen. Ha, verstanden. Oh, du hattest recht. Oh, und der schmeckt sogar gut. Es ist schön, mit was Süßem anzufangen. Okay, mal sehen, was ich hab. Du hast Erdbeeren. Das ist was für dich. Okay. Das sieht aus, als bekomme ich einen Spartag. Dann will ich keine Zeit vergeuden. Ah, eine leckere Erdbeere und Spa. Das könnte die beste Challenge sein, die ich je mitgemacht habe. Wow, das ist unglaublich. Ich habe noch ein paar Erdbeeren übrig. Lass uns wild werden. Wie gut, dass wir diesen Maskenmacher haben. Ich fülle noch ein bisschen Wasser ein. Und jetzt noch die Erdbeeren klein hacken. Ja, gute Arbeit. Alles klar, die Erdbeeren sind drin. Und jetzt drücke ich einfach auf Start und wir warten. Schau, da kommt sie. Ich glaube, die ist fertig. Oh, die werden super wirken. Ich habe noch nie eine Erdbeergesichtsmaske gemacht. Oh, das ist entspannt. Zeit, die Masken abzunehmen. Oh, die Haut fühlt sich so erfrischt und verjüngt an. Kimberly, dein Gesicht! Mal sehen, was als nächstes kommt. Rote Nudeln. Oh, fantastisch. Die sehen irgendwie komisch aus. Wie schmecken die denn? Ja, ich werde es rausfinden. Hm, die sehen gut. Du solltest deins auch aufmachen. Wow, schau, was ich hab. Oh, die sehen toll aus. Ich nehme mal einen. Juhu, schau, die sind aus Fruchtgummi. Warte, ist das nicht? Leg das mal hin. Ich habe eine geniale Idee. Und dazu brauche ich meine Nudeln. Ich schiebe das einfach hier durch und das Ende hier. Und ja, das sieht gut aus. Halt still jetzt. Jetzt dreh ich dich auf deinem Stuhl. Hey, fesselst du mich? Es sieht nämlich so aus, als ob du mich fesselst. Oh, diese Nudeln sind super. Das ist die längste Nudel weit und breit. Ja, mir ist ein bisschen schwindelig. Und tschüss. Oh, schöne Straße. Super. Und jetzt, wo sie sich wegdreht, kann ich ihre Fruchtgummiringe essen. Oh, ein italienisches Restaurant. Und es gibt Spaghetti. Soll ich einen Happen nehmen? Nee, lieber nicht. Was macht sie denn da? Warum dreht sie sich denn nicht weiter? Da ist sie ja wieder. Oh, französisches Essen. Ich rieche Croissants. Hm, die riechen ziemlich gut. Aber nein, die will ich auch nicht. Kimberly, dreh die noch ein bisschen weiter. Ah, noch ein Restaurant. Und hier ist ein Stuhl. Oh, das ist gut, denn ich kann eine Pause gebrauchen. Hey, hier ist ja mein Gummiring. Oh, komm wieder hierher. Hey, mein Gummiring. Hier hast du ihn. Oh. Öffnen wir sie gemeinsam. Wow, ich habe ein gigantisches Ei. Unglaublich, das ist ja riesig. Ich habe einen Stapel kleiner Kisten. Winziges Zeug ist so süß. Mh, das ist köstlich. Und ich darf die kleine Botschaft nicht vergessen. Oh, das ist bezaubernd. So romantisch. Was für ein schöner Ort für einen Sonnenuntergang mit dir. Na gut, Zeit, meine Schokoladenüberraschung auszupacken. Wahnsinn, das habe ich nicht erwartet. Das ist so blau und es riecht so gut. Zeit zum Reinbeißen. Das ist keine Schokolade.
zum Teufel? Meine Schokoladenüberraschung war überraschend schlecht. Ich kann nicht fassen, dass es aus Styropor ist. Genug getrommelt. Zeit, sie zu öffnen. Herrliche Gummitorte. Schau nur, wie federnd sie ist. Wow, die ist riesig. Aber wieso habe ich nur eine Banane bekommen? Irgendwas ist seltsam in dieser Schale. Niemals, ist voll mit Bananengummis. Ein köstlicher Haufen davon. Ich kann es kaum erwarten, reinzuhauen. Sie glitzern. Ich hoffe, sie sind auch gut. Oh ja, sie sind sehr gut. Boing, boing. Es ist wie eine Gummi-Hochzeitstorte. Eines Tages werde ich eine wunderschöne Braut sein. Dieses Kleid ist perfekt. Und meine Gummi-Hochzeitstorte ist auch da. Nun, es ist mein Hochzeitstag, dann kann ich auch reinhauen. Was? Nein, warum heirate ich einen Affen? Wow, dieser Tagtraum lief schnell aus dem Ruder. Aber zum Glück war das alles nur meine Einbildung. Ein Affe! Er isst Bananen! Okay, ich fange an. Oh, wow! Das ist der perfekte lilane Apfel! Ich wusste gar nicht, dass es die in der Farbe gibt. Mal sehen, wie er schmeckt. Oh, wow, 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 wow. Oh, ist das saftig und knackig. Ob der Apfel von Schneewittchen auch so geschmeckt hat? Alles klar, mal sehen, wer von uns sie aufwecken kann. Oh, sie ist wunderschön, wie Frühlingsflieder. Oh mein Gott, da kommt der Kuss. Nee, für diesen Kuss wache ich nicht auf. Also gut, aus dem Weg. Lass uns mal versuchen. Hallo, schlafendes Mädchen. Bereite dich auf einen Kuss vor, der dich erwecken wird. Geht's dir gut da drüben? Hey, wach auf! Naja, gut, auch egal. Mal sehen, was ich hab. Warte, was? Sie bekam einen schönen Apfel und ich ein Auge auf einem Stock? Hey, Wendy, ich brauch dich hier. Oh Mann, die kann ich im Moment wohl vergessen. Ha, das hat mir zugezwinkert. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Ich verpasse dir ein paar Wimpern. Oh, jetzt bist du so hübsch. Oh, das bringt mich auf eine tolle Idee. Los geht's. Jetzt kommt mein nächster Prinzenkuss. Hey, aufgewacht. Warte, was? Ah! Ha, gut gemacht, Auge. Mal sehen, wie du schmeckst. Wie Trauben. Oh, das ist lecker. Hey, diesmal fange ich an. Okay. Hä? Oh, Augapfel-Cupcake. Warum bekomme ich wieder diese Augendinger? Oh, ich weiß nicht so recht. Okay, ich glaube, das sind Bonbons. Oh, der riecht so gut. Jetzt bin ich aufgeregt. Okay, klar, meinetwegen. Ich werde mal schauen, was ich habe. Wow, ich habe einen Lolli, der boxt. Hey, warte mal. Oh, ich glaube, der ist kaputt. Uff. Die hat sich selbst ausgenockt mit ihrem Lolli. Hey, Fräulein. Ich habe mich vor Bonbonaugen erschreckt. Ja, also, da wir gerade von Bonbonaugen reden. Aha, das ist meine Chance. Cupcake-Schlag. Ah! Oh, das ist köstlich. Machst du Witze? Boah, Mann, die ist viel zu aufgekratzt. Hey, richtig, da ist ja mein Lolli. Oh. Der ist sowas von lecker.
Das war eine ziemlich gute Runde. Brian, was ist los? Dir jemand wehgetan? Was ist das? Rote Zwiebel? Hab dich. Die stinken. Muss ich die alle essen? Ihr könnt sie fast von hier aus riechen. Die sind ziemlich saftig, was? Dein Atem wird stinken. Puh. Ach ja? Dann schalt mir einen Gang hoch. Ist das dein Ernst? Die sind nicht schlecht. Aber es sind Zwiebeln. Wie machst du das? Alle weg. Und jetzt kommt ein dicker, fetter Kuss. Spitz deine Lippen. Meine Augen drehen schon. Ja, das habe ich mir gedacht. Kaugummi? Den kann ich wirklich gut gebrauchen. Hilft er? Rieche ich frische Erdbeeren? Ach, ich greife einfach zu. So rot und saftig. Aber sie könnten einen kleinen Kick vertragen. Für diesen Streich schneidest du die Spitze der Erdbeere ab. Schneide dann die Spitze einer Chilischote ab, aber nicht zu viel abschneiden. Tauche die Erdbeere dann in Schokolade. Jetzt steckst du die Chilispitze drauf. Perfekt. Jetzt noch einmal eintauchen. Dann legst du sie auf einen Teller. Keine Angst, du wirst sie mögen. Hey, was ist daran schlecht? Wer liebt nicht Schoko-Erdbeeren? Die hier ist extra schokoladig. Du hast ja keine Ahnung. Warte. Mein Mund steht in Flammen. Ernsthaft? Was stimmt damit nicht? Ich brauche sofort kalte Luft. Es brennt! Sogar meine Augen schwitzen. All das von einer kleinen Erdbeere? Dafür bist du sowas von tot, Brian. Das werde ich dir heimzahlen.